Hallo? Wer war das? Der Präsident wünscht, mich zu sehen. Ich wurde auf einen Besuch nach Hyde Park auf das Anwesen von Präsident Roosevelt eingeladen. Daisy? Was für ein seltenes Vergnügen. Seine Mutter war der Ansicht, er bräuchte etwas Ablenkung von seiner Arbeit und dem Druck, der als Präsident auf ihm lastete. Wie wäre es, wenn wir beide mal rausfahren, irgendwohin, wo es ruhig ist? In jenem Frühjahr zeigte Franklin mir eine Welt, die ich bis dahin nicht kannte. Ich sehe unsere Aufpasser nicht mehr. Ab und zu müssen die wohl mal einen Gauner fangen, nehme ich an. Und bald wurden wir die besten Freunde. Mr. President? Der König und die Königin sind auf dem Weg. Gut, dann sind sie ja gleich da. Kein König von England hatte bis dahin je Amerika besucht. So schön, dass Sie uns besuchen. Mr. President. Verzeihen Sie, dass ich nicht aufstehe. Und so lud Franklin sie hierher aufs Land ein, wo wir uns alle entspannen sollten. Deine Mutter hat mir nun zum 10. Mal gesagt, dass ich Ihre königliche Hoheit nicht Elizabeth nennen soll. Haben Sie was dagegen, wenn ich sie Elizabeth nenne? Nein. It was just one of those. Für das Picknick hat die Präsidentengattin geplant, dass als Hauptspeise Hot Dogs serviert werden. Will man uns lächerlich machen? Ich weiß es nicht. Das wird bestimmt ein Riesenerfolg. Sie ist offensichtlich seine Geliebte. Sieh mal da. Die Sekretärin. Sie sehen uns. Winken. Tu ich doch. Der König wirkte nervös. Ohne unsere Hilfe wird es vielleicht bald kein England mehr geben, dessen König er sein kann. Viel Glück. Wir servieren dem König und der Königin von England keine Cocktails. Niemals! Das reizte toll aus. Sie wollten mich nicht als Ihren König. Ich wusste nicht, dass der König von England gewählt wird. Falls es Krieg gibt, könnte ich Amerika dazu überreden, zu helfen. Ich gehe eine Runde schwimmen. Kommen Sie mit. Wir haben uns geeinigt. Keine Fotos in Badebekleidung. Wir glauben, Sie sehen unsere Schwäche. Aber die wollen Sie gar nicht sehen, wenn Sie auf uns schauen. Haben Sie es gemütlich da hinten? Ja, danke. Ich weiß jetzt, wie wichtig dieses Wochenende war. Für Sie, für uns, für die Welt. Für Hyde Park am Hudson. Wir hätten für dieses Dinner Eintritt verlangen sollen, dann hätten wir einen Haufen Geld verdient. Guten Morgen, Miss Suckling. Ich war nicht die erste Verwandte, die seine Mutter an jenem Morgen angerufen hatte. Vielleicht nicht mal die 10. Aber ich war abkömmlich. Seine Mutter war der Ansicht, er bräuchte etwas Ablenkung von seiner Arbeit. Ich weiß nicht, wie sie dem Gedanken verfallen konnte, ich könnte dafür geeignet sein. Ich nehme an, er ist mit der Hälfte der Leute, die hier leben, verwandt. Ich bin seine Cousine 5. oder 6. Grades. Kommt drauf an, wie man zählt. Zigarette? Nein, ich rauche nicht. Ich hatte mir vorgestellt, ich würde den Nachmittag dort verbringen. Und nachdem ich ihn dann gründlich zu Tode gelangweilt hatte, könnte ich in mein ruhiges Leben zurückkehren und mich um meine Tante kümmern. Aber es sollte anders kommen. Wo fährt der Polizeiwagen hin? Oh, die fahren uns nicht immer hinterher. Ab und an müssen die auch mal einen Gauner fangen, könnte ich mir denken. Hier sind wir noch nie gewesen. Nein. Das habe ich mir aufgespart. Das gefällt mir sehr.
Wer war das? Der Präsident wünscht, mich zu sehen. Er ist der Präsident. Er möchte mir eine neue Briefmarke zeigen.